Die Kinder wurden in die Einsamkeit der Wellen zurückgestoßen. Die Schwester weinte über ihr Versagen und die Unbeständigkeit der Menschen. Fexate of an Ethniku Day. Oder ja, zu unserem Zuhause? Ich hoffe ja. Das mit dem Ausgestoßen, das war doch im ersten Teil auch schon so. Oder ist das die Vorgeschichte? Ja, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, oder? Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gucken wir mal. Ja. Tut mir leid, Taku. Ich würde sagen, wir müssen noch einen. Einen müssen wir noch machen, und zwar da oben hin. Aber da oben ist noch ein Büchlein. Ich würde einmal hier eine Schnellreise hin machen. Und dann einmal hier oben das Büchlein holen. Huch, da oben. Hier oben muss auch noch ganz viel noch sein, weil uns fehlt tatsächlich noch... Ah ja, gut, das ist der letzte Samen. Uns fehlen auf jeden Fall noch jede Menge Upgrades. Eine Blume. Orientierungspunkte fehlen uns auch noch. Und Aussichtspunkte. Holy shit. Gut, da lang müssen wir jetzt. Ich düse erstmal hier so durch. Ich schau mal mit dem Fernglas. Kann ich hier noch irgendwas entdecken? Ja, nee, ist nichts. Okay. Fahren wir richtig? Ja, wir fahren richtig. Aber hinten sieht aus, als wäre hier nichts. Oder. Aha. An der Brücke könnte ich mir auch noch vorstellen, dass da noch irgendwas ist, aber... Okay. Ja, dann holen wir erstmal das Buch. So, erstmal das Tor öffnen. So. Dann können wir hier anlegen. Ein Ort müssen wir, wie gesagt, noch freischalten. Dann haben wir, glaube ich, die Hauptgeschichte, glaube ich, soweit durch. So. Wo haben wir denn das Büchlein? Weil die Quest... Beziehungsweise die Bücher, die erklären ja auch ein bisschen was von der Stadt hier. Was hier geschehen ist und so. Aber das mit dem Ausgestoßen, das war im ersten Teil auch. Da kann ich mich entsinnen. Dieses Bild mit dem Boot, dass sie da wegfahren. Das war im ersten Teil auch gewesen. Ich dachte, man könnte das lesen an der Tür da, aber das war einfach nur ein Bild. So, da ist das Buch. 41 von 56 Tagebüchern gefunden. Da fehlt aber noch einiges. Alle Objekte in der Nähe entdeckt. Achso, ich muss von hier, ne? Ja. So, dann geht's jetzt wieder zurück zum Boot. Nach Hause. Dann haben wir das nämlich auch. Aber krass, wie viel wir da noch haben, auf der Karte zu entdecken. Hätte ich es nicht gedacht. Vor allem diese Boot-Upgrades. Alter Schwede. Ist das... Gehe ich hier richtig? Ich glaube, ja. Na! Was ist das wieder, eine Schwester?
einmal umdrehen, geht's schon wieder runter, die Leiter. Ah, die Karriereleiter geht runter. Tut mir leid. Das ist, ja. Das geht steil mit dir nach unten. So. Gut. Dann schauen wir doch mal. Okay, dann haben wir hier oben auf jeden Fall das abgefrühstückt. Hier könnte ich mir vorstellen, dass hier auf jeden Fall auch noch was ist. Und hier unten. Ich würde einmal hier eine Schnellreise hinmachen. Und dann einmal eben schnell auf die Karte gucken. Genau, die Richtung, wo wir jetzt gucken quasi. Richtung Westen. Würde ich einmal düsen wollen. Einmal mit dem... mit unserem Teleskop, ob ich irgendwas entdecke. Teleskop, Fernrohr. Okay, hier ist nichts. Hier müssen wir erstmal dahinter kommen. Wir müssen erstmal dahinter kommen. Aha. Gott, diese philosophischen Sprüche. Ich komme dir dahinter. Ja, irgendwie müssen wir erstmal hier rauskommen. Da geht's raus. Und da ist auf jeden Fall irgendein Gebäude, was wir, glaube ich, noch nicht haben, links. Ja, das haben wir schon gedacht. Nämlich ein Buch. Da unten, aber da weiter hinten, in diese Richtung muss auch noch irgendwas sein. Da ist ein Aussichtspunkt links. Und da rechts auch, glaube ich. Ja, sehr schön. Das entdecke ich jetzt mal erstmal. Ah, den haben wir schon. Hä? Warte mal. Ah, ich bin nach oben gefahren, nicht Otto. Aber da links ist auf jeden Fall irgendwas. Das ist noch ein Aussichtspunkt. Ja, definitiv. Den haben wir auf jeden Fall noch nicht. Damit decken wir ja auch ein paar Sachen auf, ne? Warte mal, hier war noch was. Wo ist er jetzt? Das war da. Sind wir zu weit weg vielleicht? Aha. Okay. Ich würde mal dahin, obwohl, ich mache erstmal den Aussichtspunkt. Vielleicht decken wir damit ja noch ein bisschen was auf. Ist der hier so einsam gestielt? So, bleib hier. Ich gehe nach oben. Den Finger nach oben und man wird dich loben. Aha. Weiß gar nicht, wurde damit auch was aufgedeckt immer? Mit den Aussichtspunkten? Irgendwie so wie bei Assassin's Creed oder so? Doch, Sachen wurden zur Karte hinzugefügt, glaube ich, steht da immer, ne? So. Gut. 6 von 10 Aussichtspunkten. Okay, sind jetzt auch nicht mehr so viele. Aber er hat nicht zur Karte hinzugefügt. Okay, dann würde ich jetzt die beiden Sachen holen hier unten. Da oben ist auf jeden Fall noch was. Hier ist bestimmt auch noch ein Aussichtspunkt. Das heißt, ich hole jetzt hier unten erstmal das Buch. Und das Relikt. Und dann gehen wir rechts zur Karte, weil da ist bestimmt ein Aussichtspunkt. Das könnte ich verwetten. So. Dann machen wir den hier. Und dann ab ins Bötchen. So, da ist das Buch. Fütteln wir da erstmal hin. Eine Blume fehlt, glaube ich, noch. Ah ja, stimmt. Die müsste beim Gebäude jetzt sein. Beim letzten. Das müsste dann die letzte Blume sein. So, wo ist denn jetzt hier die Anlegestelle? Da ist die Anlegestelle. So. Hier lang oder? Ich bin unschlüssig.
Ist ja wie gesagt nur ein Buch, was wir hier finden. Mehr gibt's hier ja nicht zu entdecken. So. Ah, die Musik, voll schön. La la la. Ist das Monster in der Nähe? Nee, ne? Es ist auch, glaube ich, immer nur in der Nähe, wenn sie unterwegs ist. Da hinten ist das Büchlein. So. Oh, hier ein altes Sofa. Ein altes Sofa. So. So, dann schwupsen wir mal weiter. Was ist das, ein weiter Weg? Huch. Das war ja weird. So eine andere Kameraposition. Also hier haben sich die Entwickler mal getraut, um mal was anderes zu machen. Weil sonst hat man ja die Kamera immer so unter Kontrolle. Würde ich jetzt mal behaupten. Wo müssen wir denn jetzt lang? La 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 la. Da hinten ist das Monster. Also, auch wenn er unterwegs ist, ist es unterwegs. So, von der Leiter kamen wir, ne? Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hä? Hä, bin ich jetzt doof? Wo? Von hier kamen wir. Habe ich mich jetzt verlaufen? Oder ist das der Rückweg vielleicht hier? Ich gehe nochmal oben gucken. So. Darüber kommen wir nicht. Da oben. Wie kommen wir denn da oben hoch? Sag mal. Ah, hier. Oh, lol. Ja, manchmal muss man ein bisschen suchen. Aber ist auch gut so. Ah, wie schön blau das Meer ist. Blaues Meer. Und es fällt mir so schwer. So, hier geht's wieder runter. Ein weiter Weg bis zum nächsten Tagebucheintrag. Oh, eine Badewanne, eine alte. Oh, wie schön. Oh, was freue ich mich schon auf unsere Badewanne. Oh. Ja, da wäre ja immer noch am Renovieren sind, in der unteren Wohnung, bei uns im Haus. Ah, wir bekommen unten eine Badewanne. Oh ja, ich freue mich so. Schön baden gehen. Gott, ich vermisse das. In der alten Wohnung, wo ich als Single quasi gewohnt habe, habe ich auch eine Badewanne gehabt. Oh, es war so schön. Ich vermisse Baden wirklich. Ich kann gar nicht verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, boah, nee, Baden ist nicht meins. Verstehe ich gar nicht. Wie kann man Baden nicht mögen? Baden ist das Geilste, was es gibt. So. Okay. Das war ein kurzer Rückweg. Heißt für uns, wir wollten jetzt hier erstmal erkunden. Das heißt, ich gehe hier eine Schnellreise hin machen. Auf der rechten Seite wird es wahrscheinlich noch einiges geben. Genau, da lang und dann links nach oben machen wir jetzt. So. Müssen wir erstmal hier raus aus dem ganzen Getümmel hier. Im Osten, genau. Und da müssen wir so, wow, da so die Richtung. Da baut sich irgendwas auf vor unserer Nase, wenn es... Ja, genau. Hier waren wir nämlich auch noch nicht. Aha. Oh, alte Kräne. Immer. Also doch.
das Knotenwrack. Okay. Trotz alledem würde ich weiter hier oben langdüsen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass hier auf jeden Fall noch was ist. Weil es hier so leer ist auf der Karte. Vielleicht ein Aussichtspunkt noch oder so. Aber anscheinend ist hier gar nichts. Oder waren wir hier, warte mal, hier, waren wir hier schon? Aha. Ja, neue Kreatur, juhu. Was ist das hier? Haben wir das hier schon? Waren wir hier schon? Das haben wir doch noch gar nicht hier. Was ist denn das? Ein Aussichtspunkt? Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, es ist ein Aussichtspunkt. Oder vielleicht ein Buch. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Wenn wir schon hier sind. So. Meine Freunde. So. Was ein ekliges Wetter. So, müssen eben wieder rüberkommen. Hier die Kugel einsetzen. Okay. Dazu müssen wir erstmal die Brücke senken. Was wir hier machen. Zack. Darf der Bruder auch mal Schalter betätigen. So. Okay. So, dann setzen wir den ein. Der ist für diese Brücke hier, ne? Ja, genau. Ja, ist, glaube ich, ein Buch, was wir hier finden. Ein weiteres. Aber cool, dass wir noch eine Kreatur gefunden haben. Sehr geil. Oh, ein altes Autowrack. Sehr schön. Ich wollte eigentlich da lang. So. So, dann gehen wir nach unten und dann sind wir wieder am Boot. Ja, genau. Sehr schön, dann haben wir das auch. Genau, da. So, dann müsste hier ja vielleicht noch was sein. Oder da. Ich bin mir nicht sicher. Oh, Enten. Habe ich die schon? Die habe ich, glaube ich, schon. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Oder? Ne, sieht nicht so aus. Hier ist was. Was ist das denn? Ein Boot-Upgrade. Juhu. Sehr geil, okay. Ja, dann würde ich sagen, da geradeaus hoch zum Relikt. Und dann gucken wir mal. Mal schauen, was wir da finden werden. Was ist das denn? Das war auch irgendwie vom Schiff sowas, ne? Irgendwie von so einem Schiff.
Aussichtspunkt. Sehr nice. Da ist auch noch was, ne? Oder? Was ist das denn? Was zur Hölle ist das? Was ist das denn? Riesenglobus? Das ist wieder so ein altertümliches Ding in mir. Was es mal war. Der Ozeankäfig. Was das wohl mal war? So, machen wir erstmal den Aussichtspunkt. Andere Seite andocken. Ey, langsam. So. Dann geht's jetzt erstmal nach oben. Da hinten. So, da lang. Und schwupps. So, wir sind auf einem guten Weg zum Finale. Wenn ich das mal so sagen darf. Viel wird nicht mehr kommen. Noch ein paar Items sammeln und so. Deswegen würde ich auch sagen, mit diesem schönen Ausblick würde ich mich erstmal verabschieden in die nächste Folge und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also bis dahin, Tschüss, euer Flexi, macht's gut.